Ja, sind wieder zurück bei Minecraft Masters. Und ja, wir bauen jetzt hier wieder schön so unsere Mauer, habe ich gehört. Also ihr baut die, ich baue das jetzt nicht. Ich will nochmal was vom Ossi-Tobi hören. Was machst du denn, Tobi? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Nee, keine Ahnung. Ich wollte hier so ein bisschen Verschönerung machen. Innerhalb der Burg, sag ich mal. Aha. Mal was Sinnvolles. Was wollt ihr der Bronze nochmal bauen? Du hast doch gerade irgendwas Schönes gesagt. Was wolltest du bauen? Ich würde ganz gerne was Schönes bauen. Ja, Bronze, der Bronze möchte Sascha wieder Hase einen... Sascha hat einen Hase getötet. Sascha hat einen Hase getötet. Lüge. Was hat er gesagt für ein Wort? Schafott. Jetzt kommt noch ein neues Wort fürs Bronze-Lexikon. Ein Burgfried möchte er bauen. Jo, ein Burgfried hier mit in der Burg. So als Hauptpunkt, weißt du? Alter, du König oder Alternativ. Er steht da so auf dem Hügel und ich sehe schon, wie du voll die Pläne schon vor deinen Augen hast, weißt du? Der Bronze, der hat so eine Google Glasses Brille, weißt du? Da findet schon das Eicheltech Bronze. Eicheltech? Was? Ein Eicheltech, Alter. Eichel? Hat das was mit Eichelkäse zu tun? Ja, das nimmst als Lehmersatz. Boah. Ja, wir müssen aber wirklich gucken, dass wir irgendwie TNT hier bekommen, weil wir müssen das ganze Sand. Dass wir was bekommen? TNT. Nauze Bürgermeister. TTT. TNT. Und wir haben jetzt für eine Folge haben wir jetzt den Red Button, da dürfen wir dann für 20 Folgen Creative Funds. Jetzt kommen. Den Red Button, ey. Der hat da Bronze in der Hose. Nenno, sag mal, ist deine Mutter? Stimmt, wir sollten eigentlich auch so eine Wand bauen, wo wir dann die Regeln hinschreiben, weißt du? Mit Schildern. Ja, beim Burgfried. In London. Ja, beim Burgfried. Beim Fried, ey. Beim Burgfried, ey. Ernsthaft, Nenno, du willst das jetzt abbauen, Penis? Alter? Ja. Penis? Ja. Abbauen. Ich brauche Sandstein. Warte mal, Sascha, du hattest doch vorhin TNT. Ich könnte eben eine Sprengung durchführen. Ja, mach doch mal. Okay. Mach mal einen raus da, Sascha. Warte, wir bauen mal den Tunnel hier nach unten. Gleich ist die ganze Welt weg. Okay, genau. Komm, wir bauen jetzt hier einen Sprengtunnel. Alter. Was macht ihr, wo er den wegsprengt? Hier, zack. Geht euch gar nichts an. Hat irgendwo auf dem Sandhügel, da bauen wir jetzt irgendwo Holz? Ja, bestimmt irgendwo. Habe ich Holz. Bin aber gerade nicht bei euch. Lenno, hast du Holz? Jungs. Boah, ich glaube mal lieber weg. Nee. Nein, so viel ist das nicht. Der Lenno überhaupt da? Ich höre den gar nicht. Ich werde von Sand getötet. Wo denn? Warte, Sascha, ich will auch gucken. Wo? Hier. Warte, ich muss erstmal wieder hier. Wo ist hier, Sascha? Hier auf dem großen Sandhügel. Okay, da oben. Okay, warte, Sascha. Nicht, wie groß ich du bist der Sprengmeister, Sascha. Ja. Sascha, hier unten muss das rein, ne? Ich brauche Holz immer noch. Da wer ist der Baumeister, ist die Frage. Was für Baumeister? Ich brauche einen Baumeister ein Holz, hier. Bitte. Na, Bob. Der mir sagt, wo ich den Burgfried hinbauen kann. Ja, warte, wir müssen ja erstmal hier du sprengen. Burgfried, ne? Ey, du bist so ein Burgfried. Bronze, der alte Bogi. Außerdem musst du ja noch deinen Schafott da verkleiden. Oh, Sascha, wo denn? Wo? Ach so, hier. Ein Holz nur. Okay, ja, hat jemand Holz? Hier ist Erde. Ah ne, das ist braune Wolle. Hier ist Sascha, ich hab ne Treppe. Guri, Alter, bist du Mann? Jetzt hab ich die Kackerde, Alter, hier. Das ist Wolle, Mann. Ach so. Hier, guck mal hier. Steak. Treppe. Ja. Das bringt mir alles nicht. Hat jetzt keiner ein Holzblock hier, oder was? Komm, ich hab Holz, Mann, jetzt bräuchte ich euch doch mal. Ach so. Okay, oh, ich hab einen, ja. Toll, Bronze. Ich hab einen, Ernst, Mann, dein Ernst, Bronze. Und der Bronze so, sag das doch gleich, Mann. Sehr schön, danke, Bronze. Kein Problem. Ey, Kevin. Oh, jetzt habe ich das. Hier. Was ist hier los? Was macht ihr denn da? Oh, die Experten. Ja, jetzt hast du das Holz, ne? Alter, nein, Alter, ist das dein Ernst, Mann? Nimm doch mal das Holz jetzt. Oh, hier. Junge. Aua. Kann ich den denn da reinschubsen? Okay, jetzt kann ich. Oh. Seid ihr bereit? Ist okay. Gezündet? Nee. Oh. Scheiße. Ja, hau rein, das Tierchen hier. Was? Hast du das da reingebracht? Nein, hallo. Abstand. Mann, nicht hauen. Lass doch mal da stehen. Du musst zuerst. Achtung. Guck mal, da der Küfer da drauf. Abstand. Wo hat der die Silberrüstung her, Mann? Du musst doch weiter nach unten bauen, Sascha. Hä, hey, der Sascha, der cheatet genau, doch. Okay. Nein, wo hat der denn die Silberrüstung her? Das gibt's doch nicht. Das ist Eisen. Ach so. Ach so. Okay, Jungs, Sascha, darf ich da. Sollen wir schon mal ins Haus gehen? Darf ich drücken, Sascha? Ey, weißt du, wie geil das wäre, wenn wir jetzt hier Redstone hin machen könnten und dann wie so ein Sprengknopf. Das geht sogar, ne? Aber wir haben leider keinen Redstone. Warte. Du brauchst doch gar keinen Sprengknopf. Nee, aber dann könnten wir uns schön. Ich hab Redstone. Ich hab alles. Denk dran, derjenige, der das zündet, der stirbt vielleicht, ne? Ich hab 10 Diamanten. Echt? Achtung. Okay, seid ihr bereit? Oh, okay, Sascha, dann ich möchte drücken, Sascha. Alter, hier ist auch noch TNT, Mann. Weil wenn ich drauf gehe, ist das okay. Wo muss Alter, ich machen? Jetzt kommt's. Sascha's Plan. Du musst die Steine doch erstmal wegbauen hier, oder? Nein. Okay, der Sascha hat einen Plan, Der Taros hat einen Plan. Leute. Der Taros hat jetzt das Kommando. Aufpassen. Oh, das muss eigentlich der Bürgermeister entscheiden. Mann, Sascha, ich hab Angst! Sascha, komm raus! Abstand. Der baut eine TNT-Cannon, Mann. Geh in Entfernung. Aua! Was für ein Typen, ey. Sprengung in 3. Oh Gott! 2. Halt mich fest! YOLO! TNT! Nice! Ey, yo, Mann! So, jetzt machen wir das. Ich geh da nicht runter! Jetzt machen wir das Ganze noch 5 Mal und fertig ist. Sascha, ich bin tot!
Nee. Sascha? Wir hatten Zeugen. Leno war so Zeugen. Wie der da so steht. Leno, was Sascha? Hast du gesehen? Leno, was hast du gesehen? Sascha? Er dreht sich so um und rennt weg. Sascha, Richter! Komm mal bitte irgendwie in Form, mal bitte her. Herr Richter, ich fordere einen. Jetzt haut der Sascha ab, ne? Eine Strafe für Herrn Taros. Alter, er mich in den Outlaw, Tod Mann. Gejagt. Voller Outlaw. Ja, jetzt mal ganz kurz. Wir müssen den Sascha jetzt töten, ne? Nein. Doch. Nein. Ich würde sagen, wir holen uns einen Mad Max-Mod. Du hast den Eck, das war ja nicht mal das war ja nicht mal aus Versehen. Das war ich extra. Ich hab einfach nur geschubst einmal. Ja, das hat schon gereicht. Sascha, kommen Sie bitte. Sascha, kennst du Nein, das, kommen Sie bitte zum Schaffer. Okay, komm, wir können das ja jetzt ganz einfach machen, Sascha. Faustkampf? Nein, ja, das gewinnst. Ich hab nicht mal eine Rüstung, du. Dennis ist ja tot. Nein, ich lebe wieder, Curry. Ich bin von den Toten aufgestanden. Wir haben einen Feiertag nach mir gegründet. Okay, alles klar. Ich finde. Warte, ich zahle meine Strafe ab. Wie willst du das denn machen? In Gold. Mit einer kompletten Eisenausrüstung. Nee, das zählt nicht. Boah. Nein, Sascha, du musst jetzt eigentlich zum Henkerstuhl hier oben. Dennis, ich werde dir eine komplette Eisenrüstung geben. Damit will ich aber nicht. Dein Tod reicht mir. Nein. Komm her. Also man muss bedenken, es ist ja nicht das Leben, was er verloren hat, sondern die Levelpunkte. Das ist das Fatale. Ja, komm her. Komm her, Taros, rauf da. Taros. Taros. Ey, wir haben ohne Witz, wir haben Regeln in dieser Welt festgelegt. Aber wir klagen dich an. In Folge 2 oder Folge 3 haben wir gesagt, wenn ein anderer den anderen tötet, ja, wird dieser hingerichtet. Und es war gewollt, das haben wir alle gesehen. Okay, ey, wisst ihr, was wir machen? Wir machen eine Abstimmung, okay? Wir schreiben jetzt alle in den Chat, ja oder nein. 28 Level, Mann, wir könnten so viel damit erreichen. Okay, ja, gib die ab. 3, geh an die Steckdose. Leute, komm, wir müssen abstimmen. Okay, stimmt, warte mal, Dennis, aber wir müssen trotzdem für die Gruppe entscheiden. Also wir müssen gucken, was für die Gruppe das Beste ist. Jetzt ernsthaft, Curry? Jetzt du stellst dich als Bürgermeister über das Gesetz? Jetzt warte mal. Was sagt Tobi dazu? Achso, okay, abgelehnt. Damit ist die Wahl abgeschlossen. Voll trocken wieder. Oder? Also wie viele Levelpunkte hast du? 28. Kann man die irgendwie abgeben? Nein, kann man nicht. Aber Kevin. Doch. Kevin, hör mal kurz zu. Ja? Du hast jetzt endlich das letzte Wort. Aber Kevin, ich muss dir noch mal was kurz sagen, Curry. Wir haben in Folge 2 beschlossen, ja, wenn ein Spieler einen anderen tötet, oder in Folge 3, darf dieser hingerichtet werden. Das haben wir beschlossen. Das haben wir nicht so gesagt. Gehört das oder Folge 3 dazu? Aber trotzdem müssen wir ja gucken, was für uns jetzt, also für die Produktivität. Ja. Nö, hast du eigentlich recht, aber. Gut. Obwohl, stimmt. Nee, warte mal. Wenn mein Tod nicht so viel wert ist. Warte mal, ich hab's gerade nochmal überdacht. Wollt ihr schlafen? Weil beim letzten Mal, als ich sterben musste, da war es unbegründet. Und deshalb war das doof wegen der Levelpunkte. Aber jetzt ist das ja Saschas eigenes Verschulden. Und dadurch, dass er die Tat begangen hat, hat er sich ja selbst ins Ausgeschossen, weil ja später dann, wenn er jetzt stirbt, die Levelpunkte verliert. Also ist das ja eine Strafe für ihn. Ich zahle gut. Nee, du zahlst einen Scheiß, Mann. Das ist für mich auch eine Strafe, wenn ich mein ganzes schönes Eisen abgebe. Ja, es ist aber eine Strafe, wenn du einfach stirbst. Aber das sind 28 Level. Ey Leute, das finde ich echt eine coole Idee. Das ist ja dein Vergehen, ne? Wo ich gerade den Curry sehe mit seiner Mütze, warum macht er das nicht so, dass der Bürgermeister immer diese Mütze kriegt, irgendwie gefährlich? Ja, hat der Sascha mir doch gegeben. Dann hat er das okay. So nett bin ich. Ja, das Taros, ist ja scheißegal. Also ich als Opfer klage den Sascha also hiermit an. Nur weil du irgendwann gute Taten vollbracht hast, heißt es ja nicht, dass du vor dem Gesetz jetzt geschützt bist. Okay, Sascha, pass auf, wir machen einen Deal, Sascha, okay? Okay. Guck, ich bleib hier stehen, wir bleiben alle hier stehen. Du stellst dich jetzt oben bei der Falltür hin, ja? So, du darfst dann irgendeine Person aussuchen, die du am vertrauenswürdigsten findest. Ja, aber guck mal. Hör zu, warte, lass mich das nur kurz erklären. Und derjenige darf sich dann unsere Pro und Contra anhören, ja? Also der bei Combat, Mann. Der darf den Sascha einmal anhören und uns. Und der darf dann entscheiden, ob der Taros getötet wird oder nicht. Das ist so ein Kompromiss. Bin ich überhaupt okay. Nicht. Schade, dass wir kein Beweisvideo haben, weil man könnte jetzt... Alter, ich habe doch gesehen, wie er mich runtergeknüppelt hat. Warte mal, man könnte auch noch prüfen, ob der Dennis die Gunst der Stunde genutzt hat und einfach extra runtergesprungen ist. Oh, scheiße, ich brenne, Mann. Ich ist das jetzt dein Ernst, Curry, dass ich mich selber in den Tod jage? Warum? Alter, ich schätze dich locker so ein, dass du einfach willst, dass der Sascha stirbt mit seiner Rüstung. Alter, wir sind hier bei TTT, habe ich das Gefühl. Nee, aber jetzt ohne Witz, der Sascha muss sterben eigentlich. Dennis? Ja? Warte mal, jetzt. Komm her. Wo kann ich das? Nein, Sascha, nein! Dein Tod ist die einzige Genugtuung für mich. Hey, Bronzi, jetzt scheiße. Ganz kurz, wir haben jetzt Baustopp gerade. Wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern. Nein, Sascha, du kannst mir nicht bestechen mit deiner Rüstung. Geh weg! Ohne Richter. Ey, Alter, du fährst hier gleich wieder runter, Dennis. Ja, also, Curry, du hast das letzte Wort. Ja, also, ich finde. Er hat ja. Warte, ich finde. Jetzt halt doch mal die Fresse, Mann!
Das, was ich dir zugefügt habe, kannst du mir auch zufügen. Ja, du musst sterben. Ja, dann geh zum Henker dahin. Stoß mich. Nee, nee, stoß mich. Klar, damit du Alter, du hast Rüstung das Sascha, übernehmen. Stoß mich? Ja, klar, Sascha, okay, er wurde gestoßen. Alter, er stirbt. Er wurde gestoßen. Und das war der Bürgermeister. Nee, das ist, ganz ehrlich, du hast deine Level verloren und er hat jetzt auch seine Level verloren. Gut ist. Eigentlich illegal, ne? Der Bürgermeister darf ja jetzt nicht richten oder so. Nee, Kore, hast du nicht gerade... Ja, das stimmt, ich hab mich gerade... Jetzt darf der Taus sie wieder töten. Wir sind voll der geile Start hier, Alter. Ja, aber Sascha, deine Sachen liegen ja... Nee, aber mal ohne Ja, aber wer sollte das denn sonst entscheiden dann? Darf ich die Sachen nehmen, Sascha? Ja, jetzt würde ich... Jetzt warte mal, wer sollte das denn sonst entscheiden? Also, ja, ein Richter. Ne? Nein. Das war, wie ich es erklärt habe, ein gutes System. Eine vertrauenswürdige Person, die, wo der Sascha sagen würde, mit dem habe ich eigentlich am meisten immer gut gespielt oder mit dem habe ich mich gut... Ey, ist das dein Ernst? Der Bürgermeister wurde gerade getötet. Also, wir haben einen Outlaw. Ist das jetzt dein Ernst, Alter? Jetzt geht's dahin. Da sind wir schon angelangt. Ich will nicht mehr, ich beende das Let's Play jetzt. Da sind wir schon angelangt. Das soll ein schönes Let's Play werden können. Jetzt mal ohne Scheiß, warum hast du das jetzt gemacht? Weil du mich umgebracht hast. Ja, aber warum habe ich dich umgebracht, hä? Weil ich einen anderen umgebracht habe. Ja. Ja. Also. Ja. Ja, also aber bei doch, dir, ist ich hatte ja einen Grund. Nicht. Du nicht. Natürlich, du hast mich umgebracht. Nee, aber es ging ja davon aus, dass du angefangen hast. Also, ich sag ganz ehrlich, also guck mal, Sascha, ja? Dein Tod war schon verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Der war verdient, aber so wie er gewesen ist, war er scheiße, das stimmt. Ich hätte das nicht entscheiden können. Also eigentlich hätte der, ja, das stimmt. Eigentlich hätte der Sascha wirklich am Henker sterben müssen. Wir haben diese Regelung. Nein. Das warte, wir haben... Nee, eigentlich hätten wir das wirklich mit einer Abstimmung klären müssen. Nein, auch nicht, Curry. Weil guck mal, du hast ja schon das eigentlich gesagt, wir haben in der zweiten Folge das festgelegt. Wir haben gesagt, wenn einer stirbt durch die Hand eines anderen Spielers, wird dieser hingerichtet. Das eigentlich, und wir... War das im Wortlaut so gesagt? Das ist schon ein paar Krass. Nee, aber selbst wenn nicht, das muss ja so sein, hallo? Ja, eigentlich. Eigentlich so, hätten und wir ein Big Mac essen sollen. Boah, ja, Mann, ey. Boah, Alter, ey. Nein, okay, ich bin jetzt mal. Okay, pass auf, wir machen das so. Guck mal, der Curry und der Taurus und ich, wir sind ja am Debattieren hier. Dann darf jetzt der Bronze und der Nummer was dazu sagen. Okay, gut. Ja, also die Big Mac-Idee, da bin ich am meisten für. Ich sag. Ganz ehrlich, wir brauchen einen Richter, das ist wichtig, weißt du, den brauchen wir auch in Zukunft noch öfter. Ja, ja, okay, Bronze, da hast du ja auch recht, aber jetzt habe ich eine Gegenfrage, was machen wir, wenn einer sich dem Richterspruch entzieht, wie der Taurus gerade? Das entscheidet der. Das geht doch nicht. Der wird ins Gefängnis gesteckt, dass wir noch gerade sagen, wir brauchen ein Gefängnis, wo einer dann wirklich eine ganze Folge lang ohne OP-Rechte drin sitzen muss. Ja, stimmt, wir müssen das mal mit dem Tod, also mit dem Sterben, also mit dem Umbringen, also mit dieser... Wir müssen mal die Todesstrafe abschaffen. Mir ist eigentlich klar, was ich gerade getan habe. Ich habe Kevin getötet, Mann. Ja, aber bis wir... Sascha, bist du der Mann, ey. Weißt du, mir ist immer leid. Sei froh, dass die Folge nicht bei dir auf dem Kanal kommt. So, Lock mich bei Sascha ein, lad die da hoch. Alter, ihr seid alles Mixer, ne? Jetzt wird der Bürgermeister auch noch beleidigen. Oh, wir müssen den Bürgermeister... Wollen wir den Bürgermeister stürzen? Jetzt lieber seid, Revolution, was Mann. Für Stürz, Mann, wir bauen doch hier ein gemeinsames Dorf auf. Ich bin voll verzweifelt. Nein, also, ich bin mal, guck mal hier können wir ganz Curry gut... ist ein schlechter Bürgermeister, finde ich. Hier können wir ganz gute Community-Beteiligung mal hier einbeziehen. Also, wie wird die Community richten? Wir brauchen einen Richter, das stimmt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie hättet ihr gerade entschieden? War der Tod von Taurus zu Recht? Also hätte man sagen können, der muss hingerichtet werden. Alles, was er sich erspielt hat, muss in die Lava vernichtet werden, damit er auch die Strafe trägt. Weil, guck mal, der hat jetzt seine Sachen wieder, ist ja außer seiner Levelpunkte, ist absolut keine Strafe. Ich hab alle Levelpunkte verloren. Weil wenn deine Klamotten aufweg wären. Ja, aber der Dennis ja auch, das ist es ja. Deswegen. Aber wie viele Levelpunkte hatte der? Stand in keiner Relation. Das tut aber nichts zur Sache, Sascha. Ja, aber das ist egal. Das ist nicht egal, weil du musst bedenken, später, aber wenn wir PvP machen, da sind die Levelpunkte nämlich enorm wichtig. Und wenn ich dann einfach mein Kill, aber mein Kill war... Brunze, danke für dieses Kommentar. Sollen wir uns alle töten, oder was? Ja, mein Kill war aber nicht sterben, wirklich nicht beabsichtigt. Also klar, dein Kill war mega beabsichtigt, du Penner, du hast mich hier runtergekickt. Ja, aber dass du stirbst, das... Also ich muss dem Sascha in einem Punkt recht geben, das war, auch wenn es ein harter Vergleich ist, aber es war wie bei Tutsche. Er hat ihr eine geklatscht und dass sie hinfällt und dann, es ist einfach so. Das ist ja das, worauf die alle plädieren von der Verteidigung. Ja gut, das stimmt, also man kann ganz ehrlich, da hast du eigentlich schon recht, die ist halt
wenn man so will, halt gefallen und nicht gefallen daran. Und daran und deswegen soll er ja tatsächlich auch nur eine Bewährungsstrafe kriegen. So, und das ja, war gut, aber wenn der Dennis genauso am Abgrund steht und dann das ist Sascha egal, stirbt, das ist egal. Dann ja, natürlich. Mega dann Debatte. Ja, und das dann führen wir dann in der nächsten Episode weiter. Ja, du musst das abstimmen. Ja? Ach nee, ich wäre dafür, aber nochmal kurz zum Schlusswort. Was hast du gerade gesagt? Du bist es am Schaft? Was? Zum Schluss. Nenno, was ist los mit dir, Alter? Ja, ey, das ist gefährliches Halbhinhören, ey. Ich hab gesagt, Werbung. Nenno, du bist der Mann am Schaft. Aber ich bin... Nee, du hast gesagt, Jubitz ist am Schaft. Was? Ja. Hast genau du doch gesagt, Leno. Hier schwule. Ich hab gar nichts gesagt, Mann. Was ist denn hier los? Was hast du denn dann gesagt, Mann? Ich hab gar nichts mit Schaft gesagt. Eine crazy Folge. Ja, okay, nee, nicht so... Da siehst du, wenn ich dich jetzt schubsen würde, ne? Ja. Dann nimmst du ja quasi den Tod. Dann nehm ich ja quasi den Tod in Kauf von dir. Ja. So, und ich bin nicht tot. Und ich habe noch relativ... Ja, ja, aber trotzdem hast du den Tod in Kauf genommen in dem Moment. Aber das da... Ihr meint, ihr redet von Grom. Das ist dann aber nur Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist was anderes. Okay, Tobi, dann... Okay, was ist denn... Was haben wir denn da... Also, pass auf. Okay, Tobi, du hast ein gutes Argument. Ich ernenne den Tobi jetzt zum Richter. Nein, 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 nein. Ja, okay. Tobi ist Richter. Tobi ist jetzt Richter. Der macht das ganz gut. Aber pass auf. Ich hab folgenden Vorschlag, Tobi. Du als Richter darfst das jetzt entscheiden. Wir machen das so, wenn jemanden Schaden durch einen anderen Spieler hinzugefügt wird. Ja? Ey, die Community müsste eigentlich mal so ein Gesetzesbuch dann erfinden. So, also ja, wenn so jetzt richtig geschrieben auf altem Papier oder so. Ja. Papyrus. So, pass auf. Serie, Alter. Leute, bevor wir die Folge zu lang geht, erklären wir das nochmal ganz kurz. Also, pass auf. Wir werden das Gesetz dann mit einem Schild in dieser Welt hier verewigen, an unserem Haus. Ja? Okay. Also, Paragraph 1 ist, wenn ein Spieler durch einen anderen Spieler getötet wird, wird dieser offiziell hingerichtet. Aber, ja, also er wird dann offiziell hingerichtet, er stellt sich oben auf das Podest und landet mit allem drum und dran, was er hat, in den Tod. So, das ist Nummer 1, finde ich. Und Nummer 2 ist, ihr könnt gleich noch darüber abstimmen. Und Nummer 2 ist, wenn ein Spieler einen angreift und der hat jetzt zum Beispiel nur, sagen wir mal, keine Ahnung, ein bisschen was verloren oder fällt irgendwo runter oder so. Oder er fällt, ich habe nichts geklaut, ich habe gar keine Eisen, Nein, ich weiß nicht mal, wie Eisen aussieht. So, und dann ist irgendwas, ja, zum Beispiel... Dem Sascha fehlen dann 50% seiner Energie. Das ist ja dann Körperverletzung. Der muss dann ins Gefängnis. Ja. Ja, da genauso sehe ich das auch. Also wenn er bewusst tötet, dann Todesstrafe? Drei bis fünf Mal hittet oder so, dann auf jeden Fall Todesstrafe, ja. Hm. Okay, aber dann muss derjenige sich auch der Todesstrafe beugen. Wenn nicht, ja, klar. Wird er für fünf Folgen ausgeschlossen. Den Fall, den wir jetzt hier haben, der ist ja besonders schwierig, weil wie der Tobi schon sagte, es ist ja... Dann ein, was sagtest du, Tobi? Ich hab's leider nicht mehr. Körperverletzung mit Todesfolge. Okay, ja, dann bauen wir in der nächsten Folge. Bronze, guck mal, Bronze, du bist ein guter Typ. In der nächsten Folge baut der Bronze dann ein Gefängnis. Einfach ein kleines Quadrat, wo. Ach, Bronze. Nee, dann Mann, baue ich das eigenhändig. Mann. So, und Taros, und da musst du fünf Minuten Mann der Folge drin stehen. Nee, warte, ich finde aber schon, dass wir trotzdem noch darüber entscheiden müssen, ob ja, der Sascha jetzt stirbt oder nicht. Ich bin auch schon gestorben, Mann. Also ich bin für Game of Thrones, Mann. Tribal Combat. Okay, pass auf, dann stimmen wir jetzt alle ab. Ich bin für die letzte Game of Thrones. Also, wartet mal ganz kurz. Letzte Szene. Pass auf, Leute. Leute, hört mal zu. Okay. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Also, Tobi. Der Sascha, also Leno, Tobi, Bronze, ja, auch wenn der Tobi gerade wieder woanders ist. Der Sascha hat mich angegriffen und ich bin in den Tod geflogen. Ja? Ja. Ich hatte noch zwei Herzen. Ja. Mhm. So, war das jetzt Mord? Oder war das Körperverletzung? Das war Körperverletzung. So, und wie, also bestrafen wir das? Wie bestrafen wir das? Ja, das ist Gefängnis. Ein Gefängnis. Und okay, Tobi, du bist der Richter. Wie lange muss der Taros in dem Gefängnis drinbleiben? In der nächsten Folge. Ist denn die nächste Folge beim Sascha auf dem Channel? Ja, ich hoffe nicht. das hat er sich ja selbst eingebaut. Einfach nur so ein schwarzes Video, 10 Minuten lang. Aber die ist wirklich bei mir die nächste Folge. Ja, das werden wir. Wir werden ja in der nächsten Folge noch diskutieren, ob du jetzt wirklich ins Gefängnis kommst. Aber nein, der Tobi ist der Richter. Der Tobi entscheidet das jetzt. Ja, jetzt sicher. Jetzt? Ja, jetzt. In der nächsten Folge. Jetzt. Mega Cliffhanger. Tobi entscheidet das in dieser Folge, Tobi. Ja gut. Ja, wir haben doch noch nicht mal ein Gefängnis. Ja, das baue ich ja jetzt. Ja, und dann kann der Sascha doch schon über alle Berge sein. Nee, der darf ja nicht abhauen. Tschüss. Warum darf er das nicht? Ach, das ist jetzt auch ein Gesetz oder was? Man darf nicht abhauen. Das. Wir sind hier gefangen? Ja. Also ich finde aufgrund dessen, dass der Sascha ja schon gestorben ist jetzt, ja. Hat er ja schon einen Teil seiner Strafe quasi abgesetzt. Das finde ich auch. Daraus eine neue Strafe begann, indem er mich getötet hat. Und ich finde, dass
Und das Sascha, mit Absicht. Also, ich finde, dass Sascha und Curry in der nächsten Folge einfach mal für 2 Minuten sich das neue Gefängnis von innen angucken dürfen. Warum denn ich? Ja, weil Gericht, du, Alter, ich einfach bin so Gericht hat gesprochen. Der Bürger, nee, warte, Tobi, hau einmal auf den Tisch. Tobi hau mal auf den Tisch, dann ist das Gesetz. Darf nicht richten. Tobi, hau mal auf den Tisch, dann ist es verabschiedet. Ich, der Bürgermeister bestimmt auch nicht die Ämter. So, Gericht, erledigt. Curry und daraus seht ihr in der Folge das Gefängnis. Bis zur nächsten Episode. Ciao. Tschüss. Himmel. Tschüss. Tschüss, liebe Leute. Und nehmt nicht alles so ernst. Tschüss, tschüss.